Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir haben das letzte Mal den Anführer der Gefährten um Aufnahme gebeten. Dann sind wir getestet worden beim Nahkampf, haben die Himmelschmiede kennengelernt, ein paar Botengänge durchgeführt, dann hat uns Farkas hier zu unserem Quartier geführt. Wir müssen uns hier jetzt ein Bett aussuchen und quatschen da mit den hübschen Mädels ein wenig. Was nehmen wir denn da jetzt für ein Bett überhaupt, Leute? Was ist denn da frei? Irgendeins oder was? Schlafen im Bett. Woran da, denkt ihr? Da stehen Schuhe. Nehmen wir das hier in der Ecke? Okay, das nehmen jetzt? Wir. Können wir da jetzt was reintun? Hm? Stehlen vom Beistelltisch? Nee, Blödsinn. Schrank durchsuchen geht mittlerweile hier? Ja. Ah, dann nehmen wir das. Kohle, Kohl brauchen wir nicht. Und ist ja? Das unser? Nein. Beistelltisch. Wo was ist denn da? Ihr? Was frei? Durchsuchen, Kommode. Das geht ja auch. Kleidung brauchen wir nicht. Wir suchen da ein Bett für uns. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Beistelltisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheint jeden aufzunehmen. Ihr braucht etwas? Ja, ein Bett. Ihr habt noch mehr zu sagen? Ja, ein Bett und irgendwas, wo wir unsere Sachen reintun können. Ich schlafe da mal kurz eine Stunde, ja. Okay. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Oh, hallo. Ich habe gestern einen Bären. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Ach, du kannst Unterricht geben? Ja, der Steinarm. Könnt ihr mich im Blocken unterrichten? Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Haben wir dich das schon mal gefragt? Nur weil ihr hier so schnell aufgenommen wurdet, könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich euch helfe, noch schneller aufzusteigen. Kämpft gut und benehmt euch. Dann ist alles in Ordnung. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Okay, Steinarm, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ria? Ihr braucht etwas? Ja, was bedeutet es? Einfach alles. Diese Gruppe, diese Familie, diese Truppe ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich gehöre zur ältesten Kampftruppe von ganz Himmelsrand. Ihr Ruhm ist ungebrochen von Iskramurs Zeiten bis zum heutigen Tage. Ihnen anzugehören bedeutet ein Stück Unsterblichkeit. Selbst wenn ich Sovngarde nie sehen sollte, kann mir das niemand mehr nehmen. Okay, Ria. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir müssen da jetzt eigentlich nach Arbeit fragen, haben wir gesehen. Fragt die Anführer der Gefährten nach Arbeit, genau. Da ist ja auch noch der Torva. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja. Das bedeutet, dass mir immer jemand zur Seite steht, wenn ich Probleme habe. Wir haben Schildgeschwister, die dafür sorgen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Glaube ich. Okay, du bist nicht sehr überzeugt von der ganzen Sache hier. Ja. Ist ja mal klar. Und wir schauen da jetzt kurz mal, ob es da was gibt für uns. Nur Essen und so Zeug. Und da gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Ja, das solltest du tun. Wir nehmen alles, was wir kriegen können, aus, fertig. Da hinten sind noch Bücher, ja. Ihr seht schon Bücher und so. Ah, wer ist denn das? Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ja. Okay, reden wir mal mit dir. Braucht ihr Hilfe? Ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun. Mhm. Auf wessen Seite geht steht uns ihr? Nichts an. Wenn die Jarl sich zanken, hat die Ehre keinen Platz. Ja, redest du immer mit der Tür? Du hast ja auch einen Hucken. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Ich habe das Wesen eines Kriegers im großen Krieg kennengelernt. Habe fast mein Leben vor der Kaiserstadt verloren. Als alles vorbei war, kehrte ich nach Himmelsrand zurück. Aber ich taugte zu nichts mehr, außer zum Kämpfen. Bin als Söldner herumgezogen. War darin auch verdammt gut.
Das Geld war gut, die Frauen waren gut und die Getränke waren gut. Aber ich habe mich immer mehr verloren, mein Herz verloren. Okay. Ich hatte Glück, dass die Gefährten mich fanden. Jetzt habe ich einen Grund zu kämpfen. Die Ehre meiner Brüder und Schwestern ist mehr wert als Münzen. Natürlich ist das Geld immer noch gut. Und die Getränke sind es auch. Okay, was bedeutet es? Ich wünschte mir, dass mehr in unseren Reihen solche Fragen stellten. Ich betrachte die Gefährten mittlerweile als eine Art Familie. Ich habe schon an der Seite jedes Mannes und jeder Frau hier gekämpft. Die Bande des Schweißes sind stärker als die des Blutes. Ich würde jedem hier mein Leben anvertrauen. Und das könnte ich von den Milchtrinkern, die mich aufgezogen haben, nicht behaupten. Milchtrinker, okay. Ah, dich frage ich nicht noch nach Arbeit. Wir schauen da zuerst einmal, was es da alles gibt. Haha, die Chronologie haben wir schon, Bücher ohne Ende, seht ihr, genau das werden wir dann auch noch machen. Und da muss es ja doch noch was geben, oder? Da waren wir noch nicht. Oh, wir waren schon hier, aber wir können da nichts mitnehmen. Aufschließen dürfen wir das natürlich auch nicht. Da liegt einiges herum. Ja, das ist Privateigentum. Okidoki, da oben war noch was. Sorry, Leute. Da oben ist noch so einiges. Ja, Feental. Da können wir, ja, da können wir auch rein. Das sind ja alles Unterkünfte, ja. Ja, kommen die gut. Was ist denn da drin? Ah, was Besonderes wieder. Lieder der Rückkehr. Dummer vom Himmelsrand. Ah. Das brauchen wir nicht. Da schauen wir jetzt auch nicht mehr durch. Dieb der Tugend, Olaf und die, die haben wir, glaube ich, schon. Okay, das war dieses Quartier. Dann, ja, die Other Side. Jetzt dürfen wir da überall rein. Kommt ja schön. Ah, das ist eine unterirdische Kaschemme. Ja, die haben ja da einiges zu bieten. Oder ist das ein Quartier mit einer eingebauten Bar? Ein Bardenlaute? Ah, ich bin mir nicht sicher, wem das hier jetzt alles gehört. Okay. Gut, das noch. Dann haben wir diese Map auch abgesucht, ja. Aha. Sorry, Leute. Die sind ja echt heimelig eingerichtet hier. Ja, Todesglockenblume. Okay, das brauchen wir dann auch nicht. So. Da drüben geht es dann raus. Und da waren wir jetzt bei unserem Chefe. Und die Chefetage haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Der macht ein Nickerchen. Ja, dem geht's nicht gut. Das schaut so aus. Was ist denn da? Ein ungewöhnlicher Stein, ja. Und Kodiak, schlaf schön. Schlaf gut. Wir sehen uns ja gleich einmal wieder. Da hinten ist. Ah, ich habe gedacht, das ist ein Seelenstein. Nee. Gut so. Die hatten wir. Durchsuchen, Kleiderschrank geht auch noch. Gold können wir nehmen.
Eisgeister hatten wir auch noch nicht. Feine Stiefel, feine Kleidung brauchen wir nicht zur Zeit. Wir gehen ja auch auf keinen Ball. Und irgendwem geht es da nicht gut. Die schläft jetzt unsere Steinarm. Die schläft da. Die Ria, okay. Die schlafen alle. Wie spät ist das denn jetzt? Ja, 10:45 in der Nacht ist ja noch nicht so spät. Aber egal, ich denke, wir haben jetzt diese Unterkünfte alle. Und gehen beim nächsten Video auf Jobsuche. Wo ist denn unser? Der ist da hinten drin jetzt. Der Farkasch oder wer ist denn das? Egal. Genau, das ist die Kaschemme, die unterirdische. Ich werde mich da jetzt kurz einmal verabschieden, bevor wir den nächsten Quest annehmen. Und ja, ein wenig ordnen, was das angeht in der Shortcut-Liste und auch was die Waffen angeht. Leute, wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Und der Feenthal und die Dosita verabschieden sich für heute Nacht. Wir legen uns auch nieder. Okay, die schlafen auch alle. Ciao, Leute. Baba.